Bist du noch in einer anderen Dimension, Blaze, oder? Ja. Gut. Gut. Ich nehme hier keinen Strom mehr. Weiß ich doch nicht, ob du den ganzen Strom verbrauchst. Ja, sieht aus. Mein Gott, was frisst denn hier so viel Strom? Komischen Enchanter-Dingen? Nee, die fressen nicht so viel. Sagt der jetzt wieder so, ne? Da passt ja gerade mal 16.000 rein. Ja. Irgendwas hier hat frisst Strom, und zwar Unmengen. Deine komischen Enchanter-Dinger. Nein. Kein Mensch braucht. Der Tesseract könnte umgestellt werden. Der Auto-Enchanter frisst wie behindert. Er voll behindert, ey. Gar nicht wahr. Da kommt nur nichts rein gerade. Ja, weil er es sofort verbraucht. Ja, aber hat es ist ja kaum was er kriegt. Er kriegt ja gerade mal 20. Irgendwas anderes frisst hier total viel Strom. Nein, das ist sein Auto-Enchanter. Er verbraucht es sofort. Alles, was reinkommt, wird sofort verbraucht. Weil er nur in 160er Schritten reinkriegt. Oder so. Ah, ich Laufpack. Hör doch mal jetzt auf in den Laufpack. So. Wozu zum Teufel willst du überhaupt einen Enchanter? Ich verstehe es immer noch nicht. Kein Mensch braucht Enchants mit Tinker. Doch, es ist halt so. Wir brauchen das. Marvin, könntest du kurz den Dings umstellen? Was? Den Tesseract. Da, guck, ich habe ihn abgekannt, ja. Du kannst immer noch keinen Strom. Erzähl mir doch keinen, das sind die beiden Geräte gar nicht. Jetzt muss er ja auch erst wieder aufladen. Ich guck mal raus, wie viel er jetzt gestort hat noch. Wir haben einfach keinen Strom mehr. Bauen wir eine größere Anlage, ey. Kann nicht sein hier, dass wir so wenig Strom haben. Haben wir schon. Wir brauchen nur die ganz großen Kabel, wenn du so viel Strom verbrauchst. Da habe ich da gerade erst ein Kabel-Update gemacht. Allerdings, das Problem ist gerade, ja, aber nicht für alles. Das Problem ist gerade, dass die Schaltung Probleme macht. Siehst du, es hat irgendwas mit meinem Ding zu tun, Blaze. Aber erstmal meckert er mich an. Doch, er hat trotzdem die gesamte Energie rausgezogen. Ja klar, aber wenn da keine Energie mehr nachgeliefert wird, dann kann das von meinem System nichts dafür. Auch jetzt tut er immer noch ewig viel Strom verbrauchen. Ja, wo er gar nicht angeschlossen ist, ja? Hm, du bist ein Held. Weil er jetzt erstmal alles aufladen muss, die ganzen Ressourcen. Oh, Magma Crucible läuft gerade wieder. Wir hatten 2 Millionen Backup Storage, den hast du sogar auch rausgezogen. Oh ja. So viel verbraucht das Ding nicht. Offensichtlich ja schon. Ja, wir haben ein paar mehr Geräte, die Strom fressen, ne? Aber nicht so viel. Natürlich. Was frisst Strom bitte? Nur die ME. Und die ME frisst 9,6 ME pro Tick. Wir haben nicht nur die ME, wir haben eine ganze Quarry dranhängen. Die Quarry hängt an einem großen Reaktor. Der große Reaktor ist komplett abgeschieden davon. Höchstens die Mobfarm hängt noch dran. Hier, die ganzen Korps da hinten. Die Planter, die. Crops verbrauchen ebenfalls nicht so viel in der Protek. Naja. Ja. Sieh einfach zu, dass wir mehr Strom kriegen. Sieh zu. Seh zu. Aber da hängt bisher nur die Quarry dran. Vielleicht solltest du es mal umstellen. Geil. Ich schließe ein Kabel an und fällt das ME-System aus. Wie geil ist das denn? Nur das Kabel dran gegangen. Ich schließe das Kabel ab. Keiner braucht einen Chance. Ich nur das Kabel dran gegangen. Zack, ging alles aus hier. Zack, sah richtig geil aus. Und wrup, alle Lichter aus. Da bräuchte man so einen Shutdown-Sound, ne? Ja. Das sah gut aus. Was ist denn jetzt, Junge? Bist du wach oder nicht? Nein. So ein Misch zwischen wach und nicht wach. Wie lange haben wir denn eigentlich schon wieder? Eine Stunde gerade. Ich bin mir nicht sicher, ob die Grinder vielleicht auch relativ viel Strom ziehen. So ein Quatsch. Sag mal so, der Lava Fabricator zieht vielleicht auch ein bisschen was. Bilde. Das ist schon wieder ein Lava Fabricator. Ja, Lava Fabricator. Nein, der frisst ja keinen Strom. Nein, Blaze. Bilde. Der läuft doch schon eine halbe Stunde. Ja, genau. Der hat das alles leergezogen. Oh. Ist doch voll dein Lava-Tank. Nö, der ist noch nicht ganz voll. Ich muss da nochmal 3 ranhängen. Ach, Leute. Merkst du was, Marvin? Merkst du was? Weißt du, was Lava kostet in der Herstellung an Strom? Ja, wenn er es so macht, kostet es extrem viel. Das ja, stimmt, aber um dann meine Maschine meckern, ne? Ich brauche noch jetzt viel. Jetzt komme ich gleich wieder. Ich beobachte euch in der Zeit. Ja, ja, tut er dies. Ach, ihr seid beide schlimm, ey.
Ich weiß ja nicht, Marvin, der Tesseract, der drüben steht im H3 bei der Quarry. Könnten wir den nicht auch so einstellen, dass der quasi Strom liefert, oder liefert der schon Strom für die Quarry? Wie jetzt? Du kannst da einen Tesseract so einstellen, dass der quasi in unser H3 Strom schickt, ne? Ja, macht er doch schon. Achso, macht er schon, dann bräuchte ich ja die Lava gar nicht mehr. Ich hatte doch die Generatoren komplett abgeschlossen, falls du es nicht gemerkt hast. Nö, hab ich nicht gemerkt. Ja, dann stell mal das Ding kurz um, weil ich kann das nicht. Komm mal mit. Du bist heute so aufmerksam. Schon, ne? Dauert bei mir nur ein bisschen. Du kannst mein Internetproblemchen. Du könntest in der Zeit ja alle Creeper weghalten. Oh, ich schlaf dabei kurz. Wenn's denn geht. Mir legst du gerade ein bisschen im Stein. Hab mich gern. Na, bin ich zu schnell für dich, ja? Oh, ich will endlich mein neues Internet. Ist ja grässlich. Sollen wir hin und machen mit dem Verteiler. Bei uns wurden ja jetzt die neuen Kabel gelegt für Glasfaser-Internet. Ja, aber ich habe. Verteiler muss halt noch reingestellt. Ja, ich habe heute auch was Schönes gelesen. Bei Kabel Deutschland gibt's ab 1. November die 200K-Leitung. Nice. 200k down, 12k upload. Welche Richtung bist du jetzt weggerannt? Richtung Westen. Das ist praktisch, wo die alte auch war. Genau. Ich hab die bloß ein bisschen umgesetzt. Aber das Problem ist halt, 60 Euro im Jahr, im Monat. Dann bin ich wieder. Ja, die 12k upload wären schon richtig nice, ne? Aber nochmal dafür 20 Flocken im Monat mehr zahlen? Ich weiß ja nicht, ne? Worum geht's? Sehr froh, dass du es nicht wie wir machst. Und irgendwie 50, 60 Euro im Monat zahlst dafür, dass du für 10 Gigabyte irgendwie einen 400 KB bis 500 KB Download hast. Ja. Rosa, ich habe gesehen, Kabel Deutschland bietet ab 1. November die 200K-Leitung an. Sehr geil. Dann wird's wohl die bei mir geben. Das ist mir gerade schon wieder aufgefallen. Oh, boah, klemm diesen Magma Generator ab, ey. Ja, mach ich dann gleich. Alter. Diese Sachen gehören eigentlich. Aber das Problem ist halt, Razor, 60 Euro im Monat für Internet, ne? Ja, und? Da hinten muss, glaube ich, noch das Nippelchen dran, ne? An die Kiste. Mhm. Wie viel Upload? 12. Nicht schon wieder! 12k Upload. Bis zu 12k Upload. Also doppelte Geschwindigkeit wie jetzt von Kabel Deutschland. Das klingt doch gut. Ja, aber trotzdem 20 Euro mehr im Monat, ich weiß nicht. Hm. Ja, interessant ist ja, dass ich mir ja bald meinen Internetanschluss teilen muss. Und dann wäre das interessant. Musst du das? Ach du meine Güte, wie groß hast du es denn diesmal gemacht? Nicht groß, maximal. Nicht groß! Nee! Aber der muss jetzt erstmal hier ein bisschen den Dreck wegmachen. So, dann werde ich aber trotzdem nochmal kurz, dass wir dem Ding ein bisschen Speed geben, ein bisschen Lava reindrücken. Kann man das aus dem Zombie-Brain irgendwas weiter machen? Blaze, das geht nicht. Was kann man denn so aus dem Zombie-Brain machen? Kann man da irgendwas sinnvoll? Leder? Leder. Und wie? Einfach kochen oder was? Ja. Ja. Egal wo Cook drin. It. In irgendeinen Ofen. Nee, Redstone. Das ist, glaube ich, ein normaler Ofen. Geht da, glaube ich, nicht so. Okay. Haben wir im letzten Furnace? Haben wir doch bestimmt irgendwo, ne? Ja, links. Was machst du hier für einen Mist? Bin rausgeflogen. Induction Smelter, Redstone Furnace da. Brains! Was ist da drüber? Das ist ein Pulverisierer. Kann man den nicht, den haben wir keinen, nichts zum Anschließen, ne? Da muss man immer direkt. So, kann man nur direkt. Mist. Hier haben wir noch ein bisschen Strom, das können wir nochmal reinpacken. Mehr Strom verbrauchen. Hm. Haut uns gleich wieder der Marvin. Furnaces brauchen ja nicht viel. Und dann mache ich noch 7 Stück davon an, okay?
Scheiße. Aber wir haben keinen Redstone Furnace, wo man mal ordentlich Items reinnehmen kann. Nee, das muss alles immer. Ah, oh, das habe ich nicht aufgebaut. Und es hat Blaze gemacht. Bis auf die eine automatische Furnace fürs Autocrafting. Also praktisch die direkt über die ME. Das solltest doch eigentlich nichts reinlegen. Nee, hatte ich auch nicht vor. Warum ist das? Komm, Laser! Laser schneller! Da ist die Kiste drüber und die. Ach, die packt das da ein, okay. Dann soll ich dir vielleicht ein bisschen helfen, Quarry? Boah, Minecraft-Machine. Ist halt gerade das gesamte Minecraft abgeschmiert. Das ist böse. Wer kann, der kann. Da bist du schon wieder. Ehe du schmeißt jetzt nochmal ab, Minecraft. Jemand von euch in einer anderen Dimension? Es ist korrekt. Dann kann ich ins Bett gehen. Gute Nacht. So. Nicht so weit laufen. Wer hat denn das Terminal umgestellt? Ich drehe am Rad. Hat welches Terminal umgestellt? Ach nix, alles gut. Haben wir keine Brains im Ding? In der ME? Ja, die ME geht natürlich wieder mal nicht. Weil wir keinen Strom haben. Ich hab nichts mehr dran. Aber Fabricator ist auch immer noch dran. Ja gut, aber jetzt zieht er keinen Strom, wenn er fertig ist, oder? Solange nichts dran hängt, zieht der nichts. Also er füllt zwar seine Lava jetzt wieder auf, ja. Ja, aber die ist ja schon voll. Irgendwas zieht offensichtlich noch Strom. Gibt's hier sowas in dem Mod? Russes Maschine. Die ist gar nicht dran. Netter Versuch, Blaze. Russer war's. Okay, jetzt lädt sich zumindest das Backup auch langsam wieder auf. Ah, oh, dieses ME-System ist. Das läuft nicht mehr. Ihr wollt mich doch verarschen hier, ne? Alles so, weil Blaze wieder hier Zeug anschließt und Radar Zeug anschließt und alles ja, und wenn, das, was wenn, eigentlich nur für die ME und die kleinen Maschinen gedacht war. Wir brauchen hier das größte Stromding, was man hat. Das muss da dran. Fertig. Den Tesseract so einstellst, dass den keiner benutzen kann? Ihr habt's ja ans Dings gepackt. Außerdem habe ich den Tesseract schon auf Public gestellt. Wenn du ihn nicht abbauen kannst, liegt das am Tesseract selbst. Da kann ich nicht. Ne, du hast gesagt, ich kann den nicht abbauen, also habe ich ihn gar nicht erst abgebaut. Nee, ich habe mich gefragt, ob du ihn nicht abbauen kannst. Ja, du hast dann direkt gesagt, nee, kann ich nicht. Brother, merkst du was? Mir hat ja keiner. Er möchte mich ärgern. Nee, du hörst mir nicht zu heute. Ich merke, dass ich nicht ans ME-System komme, ja. Aber alles, was ich brauche, schmeißt auch deine Mobfarm ab. Von daher kann ich es auch da herholen. Dann sorge ich gleich dafür, dass sie nicht so voll läuft. Ist gut, ne? Ja. So.